Ja gut, ich meine, ich muss einmal umgehen, ich muss eine gewisse Routine haben, umgehen können, damit das ja, genau, richtig. Wenn man den ersten Mal angreift, aber, nicht, hat man gerade gesehen. Genau, richtig. Und von 10 Leuten frage ich 10, ah, dann haben sie ja schon mal damit geschossen oder hantiert. Sagen 9, nein. So, und jetzt schießen wir. 10. Und jetzt kann es losgehen. Entspannt und so. Nein, jetzt ist es scharf. Jetzt müssen wir ist eh scharf. Ja. Ich zeige dir heute die Semprio. Also das ist die Semprio, das ist unser Inline-Repetierer. Das ist ein Handspannsystem, also sehr sicher. Wenn ich die Waffe öffnen möchte, zum B- oder Entladen oder zum Auseinanderbauen, dann haben wir hier die sogenannte Arbeitsstellung. Da kann ich den Spannschieber nach rechts wegdrehen. Dann haben wir hier ein Spiel vorne eingebaut. Da ziehe ich nur ganz leicht vorne an, drücke hinten drauf und dann öffnet sich die Waffe. Dann haben wir ein innenliegendes Metallmagazin. 4+1 in Standardkaliber und 3+1 in Magnumkaliber. Es ist immer ein Hartschalenkoffer mit inklusive bei der Waffe, weil es ist ein sehr einfaches Takedown-System ohne Werkzeug, dem ich einfach nur den Hebel hier nach hinten klappe und nach vorne rausziehe. Hier kann ich im Endeffekt hingehen und die vordere Baugruppe in anderen Lauflängen und anderen Kalibern erwerben, kaufen. Ja. Das Einzige, was ich machen muss, sage ich ganz einfach, je nach Kaliber, einfach hier den Verschlusskopf abdrücken und dann einfach nur den Verschlusskopf wieder drauf. Zum Zumachen einfach hier wieder reinfahren. Waffe ist zu. Brauchst du keine Schlüssel, brauchst du keine Schrauben, gar nichts. Dann, wenn ich die Waffe spanne, jetzt ist sie fertig zum Schießen, dann sehe ich jetzt schon, wenn ich schieße, dass sich die komplette Baugruppe löst. Aber wenn ich am Lauf vorne ziehe, ist immer noch verriegelt, weil wenn ich einen Nachbrenner habe, so wie wir es gelernt haben, dann ist es halt so, dann sollte er so 20 Sekunden warten und mit einer verriegelten Waffe. Und dass das gegeben ist, ist es so eingebaut. Dann kommen wir wieder zu diesem Sicherheitsspiel. Wenn die reichen schon zwei Finger, wenn ich über dieses raus bin, dann entriegelt die Waffe, leere Hülse raus, neue rein. Dann haben wir hier an der Seite noch eine Sicherung für die Baugruppe. Die Waffe wieder öffnet, ziehe ich wieder an. Ja, öffne die Waffe. Dann haben wir einmal hier eine Einkerbung ganz vorne. Das ist für dieses 4+1 System, weil das kennen wir ja, wenn wir immer oben die fünfte Patrone reinfummeln müssen. 4 Schuss rein. Dann gehe ich hier leicht über die Einkerbung, den schon leicht nach unten ziehen und einfach drüber rutschen. Jetzt merke ich schon, jetzt ist die Waffe verriegelt. Jetzt kann hier nichts passieren. 4 Schuss rein. Und dann sehe ich jetzt schon, wenn ich die von unten drücke, dann ist der Verschlusskopf so weit vorne, dass der Verschlusskopf die 4 runterdrückt. Eine Patrone kommt noch oben rein. Ich entriegel wieder. Fünfte ist drin. Also das geht ganz einfach. Die zweite Einkerbung ist, wenn ich auf einer Gesellschaftsjagd bin, dann signalisiere ich jedem, keine Gefahr im Vollzug. Das ist wie wenn ich der Kammerstängel draußen habe bei einem konventionellen Repetierer. Jetzt kommen wir mal zum Thema Geschmackssache. Da zeige ich Ihnen noch was. Aber es ist halt ein Vorteil bei der Waffe. Das ist das Thema Lochschaft. Ja! Weil hier haben Sie natürlich den Vorteil, ich muss nicht mehr aus dem Lochschaft raus zum Repetieren. Rechts und den noch reindrücken jetzt. Genau. So, Magazin ist ähnlich. Ja. Blond. Jetzt ist es aber entspannt. Richtig. Jetzt ist es scharf. Und jetzt können wir fünfmal feuern. Ja. Jawohl.